Nebenberufliche Selbstständigkeit, also das klassische Nebengewerbe, ist aktuell fast wieder in aller Munde. Ich habe in den letzten Tagen relativ häufig im Kommentarbereich Fragen dazu gelesen und auch tatsächlich mit Mandanten von uns gesprochen. Und da taucht das Thema immer wieder auf. Und es gibt so ein paar Dinge, die sehe ich und höre ich in dem Kontext immer wieder. Das sind so Irrtümer, Mythen oder generell Missverständnisse zum Thema Nebengewerbe. Und der erste Punkt ist so ein ganz grundlegender Punkt. Und zwar höre ich immer wieder eine Frage nach eventuellen Steuerbegünstigungen für Nebengewerbe, weil man zahlt ja irgendwie schon Steuern über seinen Hauptjob, also ist man da doch irgendwie freigestellt oder günstiger gestellt, wenn man nebenberuflich noch selbstständig ist. Und die klare Antwort ist, nein, ist man nicht. Man kann sogar einen Schritt weiter gehen. Dem Finanzamt ist es vollkommen egal, ob du nebenberuflich oder hauptberuflich selbstständig bist. Das weiß das Finanzamt in den allermeisten Fällen auch gar nicht. Also wenn ich mir so Steuererklärungen anschaue, also vor allem die Einkommensteuererklärung, dann gibt es da gar keine Funktion, wo ich irgendwie angeben könnte, dass es eine hauptberufliche oder eine nebenberufliche Selbstständigkeit ist. Das Finanzamt interessiert sich im Wesentlichen nur für deinen Umsatz, aber vor allem für deinen Gewinn, weil deine Einkommensteuer wird immer basierend auf deinem gesamten Einkommen berechnet. Wie viel Zeit du dafür aufgewendet hast, um dieses Einkommen zu generieren, ist dem Finanzamt in der steuerlichen Berechnung einfach vollkommen egal. Du kannst eine Stunde die Woche arbeiten oder 100 Stunden die Woche. Dem Finanzamt ist nur wichtig, was unterm Strich für dich übrig geblieben ist, damit sie darauf die Steuer berechnen können. Und deswegen gibt es diesen Status Nebengewerbe fürs Finanzamt einfach gar nicht. Diesen Status gibt es aber, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, bei der Sozialversicherung, also allen voran der Krankenversicherung. Weil du musst, zumindest wenn du dich hauptberuflich selbstständig machst, nicht nur Steuern bezahlen, sondern auch Krankenversicherung. Aber da hast du mit Nebengewerbe einen riesengroßen Vorteil im Vergleich zu den Leuten, die hauptberuflich selbstständig sind. Und zwar bist du zumindest am Anfang über deinen Hauptjob mitversichert. Das heißt, da geht es nur um die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Du musst dich als nebenberuflicher Selbstständiger nicht noch einmal zusätzlich in der Krankenversicherung versichern. Und das ist tatsächlich finanziell ein großer Vorteil, weil wenn du direkt hauptberuflich in deine Selbstständigkeit startest, dann ist ganz am Anfang ganz häufig die Krankenversicherung die viel höhere Abgabe. Ich habe zu dem ganzen Thema Krankenversicherung für Selbstständige schon mal ein separates Video aufgenommen. Das verlinke ich dir oben rechts, falls du das ganze Thema noch gar nicht auf dem Schirm hast. Aber für viele Gründer ist tatsächlich die Krankenversicherung das viel größere Übel als die Steuer. Und davon bist du als nebenberuflicher Selbstständiger tatsächlich erstmal befreit. Du bist quasi über deinen Hauptjob mitversichert. Das Ganze geht aber natürlich nicht unendlich. Du kannst dir jetzt keinen Hauptjob suchen, in dem du jetzt irgendwie 1000 Euro verdienst, darüber Krankenversicherung zahlst und in deinem Nebenjob dann Hunderttausende verdienen und sagen, naja, das ist ja mein Nebenjob, also muss ich keine Krankenversicherung mehr bezahlen. Das Nebengewerbe muss immer zeitlich und auch finanziell von untergeordneter Bedeutung sein. Das heißt, du solltest für deine Selbstständigkeit weniger Zeit aufwenden als für deinen angestellten Hauptjob. Und du solltest in deinem Nebengewerbe auch weniger, wichtig, Gewinn machen, als du Einkommen hast mit deinem Hauptjob. Und du darfst auch keine Angestellten haben in deinem Nebengewerbe. Also Minijobber ist okay. Wenn du da aber anfängst, sozialversicherungspflichtige Angestellte in deinem Nebengewerbe zu haben, dann fällst du irgendwann raus bei der Krankenversicherung aus dem Status des Nebengewerbes. Und so ganz fest sind diese Grenzen nicht, ab wann etwas noch als Nebengewerbe gilt und wann denn als hauptberufliche Selbstständigkeit. Ich empfehle dir da eigentlich immer frühzeitig mit deiner Krankenversicherung zu sprechen. Meiner Erfahrung nach sind da Krankenversicherungen deutlich pragmatischer und auch kommunikativer als Finanzämter. Deswegen, falls bei dir dein Nebengewerbe irgendwann so groß wird, dass du sagst, naja, eigentlich ist das schon mein Hauptfokus, dann sprich kurz mit deiner Krankenversicherung und frag, wie sich das eventuell für dich verändert und ob es unter Umständen sinnvoller ist, dein Nebengewerbe jetzt als hauptberufliches Gewerbe zu betreiben. Aber damit kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar höre ich auch immer wieder, dass man ja die ersten Einkünfte aus seiner Selbstständigkeit nicht versteuern muss, weil wir ja einen Grundfreibetrag haben. Das stimmt es. Es gibt quasi ein, ja, ich würde mal sagen, ein Sockelbeitrag, den wir alle verdienen können, bevor wir Steuern bezahlen. Der liegt so ganz grob bei 12.000 Euro. Da wird auch jedes Jahr so ein kleines bisschen angehoben. Du kannst einfach mal googeln, Grundfreibetrag und das entsprechende Jahr, wenn du dieses Video schaust, dann siehst du, wie viel du quasi für die Einkommensteuer steuerfrei verdienen kannst. Aber, und jetzt kommt das ganz wichtige Aber, das gilt für dein gesamtes Einkommen.
Das heißt, wenn du als Angestellter schon beispielsweise ein Jahresgehalt von 50.000 Euro brutto verdienst, dann bist du ja schon weit über diesen Grundfreibetrag. Dann musst du tatsächlich jeden Euro, den du mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit neben deinem 50.000 Euro Hauptjob verdienst, versteuern, weil dein Einkommen aus deiner Selbstständigkeit immer addiert wird zu deinem Angestelltenverhältnis. Und deswegen stimmt pauschal die Aussage, dass du als nebenberuflicher Selbstständiger tatsächlich eine höhere Steuerbelastung hast auf dein Einkommen aus der Selbstständigkeit als hauptberufliche Selbstständige, weil hauptberufliche Selbstständige starten halt bei 0 Euro Einkommen und du als nebenberuflicher Selbstständiger hast ja immer noch das Gehalt, auf das du dann obendrauf aufbaust. Und damit kommen wir zum vierten Missverständnis und Irrtum. Und zwar haben wir jetzt ja die Einkommensteuer betrachtet. Also bei der Einkommensteuer wird quasi dein Gehalt und deine Selbstständigkeit zusammengerechnet. Und genau das Gleiche höre ich auch ganz häufig bei den anderen Steuerarten. Weil wenn du selbstständig bist, also auch nebenberuflich selbstständig, dann musst du dich nicht nur mit der Einkommensteuer beschäftigen, sondern auch mit der Umsatzsteuer und gegebenenfalls mit der Gewerbesteuer. Und da höre ich ganz häufig Verunsicherung, ob man denn bei der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuer auch irgendwie das Gehalt berücksichtigen muss. Und da ist die ganz klare Antwort, nein, musst du nicht. Bei der Einkommensteuer wird dein gesamtes Einkommen zusammengerechnet, weil sich die Einkommensteuer auf dich als Person bezieht. Bei der Umsatzsteuer spielt dein Gehalt überhaupt gar keine Rolle. Und das ist vor allem dann entscheidend, wenn wir über die Kleinunternehmerregelung sprechen. Die Kleinunternehmerregelung ist eine Vereinfachungsregelung für die Umsatzsteuer. Die führt dazu, dass du auf deinen Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweist und auch keine Umsatzsteuervoranmeldung machen musst und keine Umsatzsteuererklärung abgeben musst. Das heißt, das Ganze ist schon eine zumindest bürokratische Vereinfachung. Diese Regelung kannst du aber immer nur in Anspruch nehmen, wenn du unter bestimmten Umsatzgrenzen liegst. Und da ist natürlich entscheidend, ob zu diesen Umsatzgrenzen auch dein Gehalt dazu zählt oder nicht. Und da kann ich dich vollkommen beruhigen, dein Angestelltenverhältnis hat bei sämtlichen Berechnungen in Bezug auf die Umsatzsteuer einfach gar keine Rolle und gar keinen Einfluss. Also du kannst ohne Probleme deinem Hauptjob 200.000 Euro verdienen und nebenberuflich trotzdem die Kleinunternehmerregelung wählen, wenn du mit deiner Selbstständigkeit unter diesen Grenzen bist. So ähnlich läuft das bei der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer wird ein bisschen anders berechnet. Du bist, wenn du Gewerbetreibender bist, grundsätzlich auch gewerbesteuerpflichtig, aber immer nur dann, wenn dein Gewinn höher ist als 24.500 Euro im Jahr. Und auch da kriege ich regelmäßig mit, dass die Leute sich fragen, zählen zu diesen 24.500 Euro jetzt auch das Gehalt dazu? Also ähnlich wie bei der Einkommensteuer. Und da ist auch die Antwort nein. Also bei der Gewerbesteuer spielt dein Gehalt auch überhaupt gar keine Rolle. Sagt eigentlich auch der Name ehrlicherweise, weil die Gewerbesteuer bezieht sich nur auf deinen Gewerbebetrieb und nicht dein Angestelltenverhältnis, was du irgendwie jetzt noch parallel hast, selbst wenn es dein Hauptjob ist. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, und zwar einem Thema, was dir in der Buchhaltung begegnen wird. Wenn du einen Hauptjob hast, also einen angestellten Hauptjob und nebenberuflich selbstständig bist, dann hast du unter Umständen Kosten, die du für beides hast. Also du kaufst dir zum Beispiel zu Hause einen Schreibtisch, einen Schreibtischstuhl, einen Bildschirm oder du hast ein Arbeitszimmer und du benutzt jetzt natürlich deinen Schreibtisch sowohl für dein Angestelltenverhältnis, wenn du mal im Homeoffice arbeitest, als auch für deine Selbstständigkeit. Und da stellt sich immer so die Frage, wo setzt du das Ganze denn an? Ja, du kannst deinen Schreibtisch von der Steuer absetzen, aber machst du das Ganze als Werbungskosten und ziehst sie dann von deinem Gehalt ab? Das würdest du in der Anlage N deiner Einkommensteuererklärung machen. Oder machst du das Ganze in deiner Buchhaltung? Also solltest du diesen Schreibtisch in deiner Buchhaltung erfassen und da absetzen? Also was ist irgendwie besser? Nimmst du da einfach die Einkommensart, die höher ist, oder wie machst du das genau? Und da würde ich dir dringend ans Herz legen, dass du solche Kosten, die nicht so direkt zuzuordnen sind, immer in deiner Selbstständigkeit absetzt. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, dann hast du einen Vorsteuerabzug. Also wenn ich mir bei IKEA so einen Schreibtisch kaufe, dann ist ja der Betrag, den ich bezahle, ein Bruttobetrag und da ist Umsatzsteuer enthalten. Und die kann ich mir, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin, also nicht die Kleinunternehmerregelung gewählt habe, kann ich mir diesen Umsatzsteuerbetrag tatsächlich im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen. Das heißt, in meiner Selbstständigkeit zahle ich letztendlich weniger für den Schreibtisch, so ungefähr 19%, als ich es machen würde, wenn ich diesen Schreibtisch als Werbungskosten in der Anlage N quasi meinem Angestelltenverhältnis zurechnen würde. Und zweitens hast du bei deinem Angestelltenverhältnis eine Werbungskostenpauschale. Das heißt, wenn du gar keine Kosten hast in Bezug auf dein Angestelltenverhältnis, dann kannst du deine Pauschale ansetzen. Die liegt aktuell, also im Jahr 2024, bei 1.230 Euro. Das heißt, 1.230 Euro kannst du immer absetzen, selbst wenn du keinen Cent ausgegeben hast für dein Angestelltenverhältnis.
Verhältnis. Wenn du jetzt also einen Schreibtisch kaufst für 800 Euro, dann geht diese Ausgabe quasi verloren, weil du trotzdem die Pauschale nimmst in Höhe von 1230 Euro, weil die halt höher ist. Und dann ist es doch günstiger, beim Angestelltenverhältnis diese Pauschale zu nehmen und den Schreibtisch zusätzlich in deiner Buchhaltung abzusetzen. Dann hast du nämlich die Pauschale bei deinem Angestelltenverhältnis und den Schreibtisch bei deiner Selbstständigkeit. Deswegen kann man so pauschal sagen, wenn du dir nicht sicher bist, solltest du Kosten eher in deiner Selbstständigkeit absetzen als in deinem Angestelltenverhältnis. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du jetzt noch weitere Fragen hast zu deinem Nebengewerbe, dann findest du unter diesem Video einen Kommentarbereich, der wartet nur auf deine Frage. Stell sie da und ich werde versuchen, sie auch da zu beantworten. Wenn da jetzt ganz viele Fragen kommen, dann nehme ich einfach noch so ein Video auf. Deswegen lohnt es sich auch auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn du selbstständig bist, dann brauchst du eine ganze Menge. Du brauchst ein Geschäftskonto, du brauchst ein Buchhaltungsprogramm, vielleicht brauchst du einen Steuerberater. Da habe ich eine ganze Reihe von Empfehlungen, die findest du alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich verlinke sie dir gerne auch noch einmal hier. Oder du schaust jetzt einfach direkt, sofort, ein weiteres Video auf diesem Kanal an. Zum Beispiel das hier oder das hier.